Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind auf der Flucht. Der ist ja völlig durchgedreht. Jawohl, da waren wir, glaube ich, jetzt mal schon. Zitane, lass uns fliehen, bevor er in seinem Wahn auch noch diesen Turm hier trifft. Schon klar, aber wie? Wir müssen auch an die Verwundeten denken. Lass uns dieses Schiff da holen. Kuya nannte es Invincible oder so. Ich glaube, es ist vorhin notgelandet. Na klar. Das hatte ich ja schon völlig vergessen, aber trotzdem. Okay, dann geht ihr schon mal vor und wartet auf mich. Hä? Ich werde noch die Genome holen. Sie trifft keine Schuld. Ich kann sie nicht ihrem Schicksal überlassen. Ich werde mitgehen. Lili. Ich möchte nicht schon wieder alleine gelassen werden. Niemand von uns möchte das. Und darum passe ich auf dich auf. Verstanden? Also gut. Okay. Durch das Teleporttor kommen wir nach Bran Baru. Wir werden uns in Bran Baru um die Genome kümmern. Ihr holt uns dann mit der Invincible ab. Na fein, dann sprinten wir doch gleich mal los. Sprint, sprint, sprint. Ui, ach ja, stimmt, genau. Brücke, Brücke. Brücke, Brücke. Bam, 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 bam. Oh. Vielleicht ist das hier eine Art Teleportationsvorrichtung, die nach oben führt. Von hier kommen wir sicherlich nach Bran Baru. Was ist denn los? Hinter dir. Das sind doch nur Augen. Die tun schon nichts. Na komm schon. Was heißt hier nur Augen? Die Dame scheint ja mittlerweile sehr abgehärtet zu sein. Ja. War, weißt du, Lili? Was denn? Ich meinte wegen vorhin. Was meinst du, Zitane? Ja, es ist gar nicht so einfach zu reden, wenn man sich so beobachtet fühlt. Nun sag schon, wir haben nicht viel Zeit. Wo waren wir doch gleich? Ja, genau. Ja, also als du mich vorhin gerettet hast und so, ne? Da war ich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, wirklich froh. Und naja, sowas hat auch noch nie jemand zu mir gesagt. Zitane. Ich stehe wirklich in deiner Schuld. Und das ist es nicht. Was ich sagen will ist, danke. Das gilt übrigens auch an euch, meine Lieben. Vielen lieben Dank. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Danke, danke, danke. Wofür? Ja, dafür, dass es euch gibt. Ganz klar. Schnell, 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 schnell. Wenn wir uns nicht beeilen, jawohl, stürzen diese Gebäude doch alle ein. Der ist ja kein. Hoffentlich habe ich selber nie welche. Boah, ey. Ich hatte also recht, Mann. Derer gab es wirklich nichts Gutes zu essen, Mann. Aber vielleicht sehe ich es euch mit den Augen da oben, Mann. Quina? Quina, beeil dich, sonst fliegen wir noch ohne dich, mein Bester. Und Dicker. Jetzt komm, hopp, hopp. Ach, schade. Wirklich schade, Mann. Ja, ja, ja. Hier steht ja noch alles, mehr oder weniger. Wir müssen uns beeilen und alle Genome evakuieren. Ja, das wird ein Auftrag. Zitane, wir sollten uns trennen und das geht dann schneller, verstehst du? Gebongt.
Du übernimmst die Seite. Wir treffen uns am Landeplatz der Invincible. Mhm. Alles klar. Ich möchte mit. Mann, ey, hier geht's bald runter und drüber. Komm mit mir. Ich bring dich von hier weg. Ruhe. Endlich drin. Aber von innen sieht das Schiff ja noch größer aus als von außen. Mein ritterlicher Orientierungssinn, nicht Alter. Ja, ich bin auch ganz überrascht hier, ne, von dem Schiff und so. Was wollte ich sagen? Ach ja, mein ritterlicher Orientierungssinn lässt mich vermuten, dass die Schiffsbrücke aller Wahrscheinlichkeit nach hier drüben ist. Wartet, wo ist Quina? Sag bloß, der sucht wieder irgendwas zu essen, der Vielfraß. Ohoho, hier bin ich schon land. Es gibt an Sisberg auch einen Eingang, von dem man sich hier hoch teleportieren kann, Lanz. Von unten? Falsch. Von unten? Aber wie kommst du denn unter das Schiff? Das kann er uns nachher berichten. Jetzt wird es Zeit aufzubrechen. Was machst du denn noch hier? Wir müssen fliehen. Hier geht gleich alles in die Luft. Fliehen? Wozu fliehen? Wir sind doch nur leere, seelenlose Körper. Laberst du immer noch so einen Schwachsinn? Glaubst du wirklich, du seist nur eine willenlose Hülle? Nein. Mir wurde von Galant eine Seele und ein Wille gegeben, damit ich Kuyas oder deinen Platz einnehmen kann. Aber jetzt, wo Galant und Terra dem Untergang geweiht sind, welchen Grund gibt es für meine Existenz? Was für einen Sinn hat mein Leben noch? So habe ich auch gedacht. Wozu existiere ich eigentlich? Und? Hast du eine Antwort gefunden? Das weiß ich nicht. Ich weiß es zwar nicht, aber vielleicht ist dir gerade diese Suche nach der Antwort der Sinn des Lebens. Womöglich ist diese Suche mit etlichen Qualen verbunden, aber an der Seite meiner Freunde weiß ich, dass es so schmerzvoll gar nicht ist. Hm? Hey, ich weiß ja noch gar nicht deinen Namen. Was? Deinen Namen? Wenn du als Ersatz für Kuya oder mich bestimmt warst, wurde dir doch sicherlich auch ein Name gegeben. Ich erhielt den Namen Mikoto. Mikoto also, ein schöner Name. Viele werden dich ab heute bei diesem Namen rufen. Vielleicht wirst du mal nach seiner Bedeutung suchen, aber letztendlich musst du das für dich selbst herausfinden. Lass uns gehen, Mikoto. Du wirst in einer neuen Welt nach der Bedeutung deiner Existenz suchen können. Lili, wo bleibt Zidane? Er wird gleich hier sein. Er sucht nur noch einen Genom. Entschuldigt die Verspätung. Zidane! Tut mir leid für die Verspätung, aber jetzt sind wir endlich vollzählig. Na dann auf! Es bleibt uns keine Zeit mehr. Süß, Zidane hat sein Schwesterchen gesucht, ne? Puh, das war knapp. Jo, da geht's jetzt steil bergauf. Irgendwie sind wir wohl noch einmal heil davongekommen. Ja, aus der ist uns die Flucht tatsächlich gelungen, aber... Was hast du, Freya? Warum das besorgte Gesicht?
Ich habe mich vorhin auch mit Mahagon darüber unterhalten, aber... Du glaubst ja wohl nicht ernsthaft, dass mit dem Untergang Terras alles vorbei ist. Du meinst Kuya? Der eitle Herr wird sich damit nicht zufrieden geben, nur Terra mit sich in den Tod zu reisen. Aber ich frage mich, ob er trotz der großen Macht, die er nun erhalten hat, die Explosion von Terra überleben konnte. Zetane, was glaubst du, wird der nächste Schritt sein? Wie ihr schon gesagt habt. Ich denke, dass er versucht, auch noch Gaia mit ins Verderben zu reißen. Wie gedenkst du, dies zu verhindern, mein Bester? Mir fällt nur eine Sache ein. Galant erzählte mir von dem großen Baum, der Gaia und Terra verbindet und für die angebliche Säuberung der Seele Gaias sorgt. Das ist... Bingo! Der Baum Ifas. Oh, eine Katastrophe! Es ist eine einzige Katastrophe. Draußen bahnt sich eine furchtbare Katastrophe an. Jawohl. Was ist denn jetzt schon wieder, Steiner? Kannst du vielleicht ein bisschen deutlicher werden? Schaut es euch mit euren eigenen Augen an. Auf der Brücke. Los, kommt schon. Okay. Oh. Und? Wir fliegen doch über den Wolken. Das sind keine normalen Wolken. Hä? Keine normalen Wolken? Was ist an denen denn anders? Lass uns ein wenig die Flughöhe senken, dann werden wir schon sehen. Nein! Daran liegt es nicht. Unsere Flughöhe ist niedrig, aber wir fliegen nun schon die ganze Zeit über dieser Wolkendecke. Aber was könnte sonst... Der Nebel ist wieder da. Der Nebel? Der Nebel, aus dem wir Schwarzmagier geschaffen wurden und der über dem gesamten Kontinent des Nebels lag. Dieser Nebel hat nun den ganzen Planeten eingehüllt. Aber wie? Wie kann das sein? Was in aller Welt hast du nur vor, Kuya? Bam, 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 bam. Hallöchen! Vielen lieben Dank. Viele wissen noch nicht recht, wie ihnen geschieht, aber zum Glück wurden sie von allen akzeptiert. Nicht der Rede wert. Schließlich stehen wir tief in eurer Schuld. Nein. Mach dir darüber keine Gedanken. Vielen Dank nochmal. Sie werden sicher gut miteinander auskommen. Bist du dir da auch echt sicher, dass das so in Ordnung geht, wenn sie alle bei euch wohnen? Aber sicher. Sei unbesorgt. Es war die Idee von Vivi, nicht wahr? Ja, er ist als erster darauf gekommen. Er meinte, das Dorf der Schwarzmagier sei der ideale Ort für die Genome, um ein neues Leben zu beginnen. Wir sind uns in gewisser Weise sehr ähnlich. Und vielleicht schaffen wir es, auch ihre Herzen zu öffnen. Ach ja, dann sagte er noch, wenn die Schwarzmagier mit den Genomen zusammenleben können, kommen sie in Zukunft auch besser mit den Menschen aus. Genau wie ihr miteinander auskommt? Naja, wie das bei uns ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Immerhin dachte ich auch bis vor kurzem, Vivi relativ gut zu kennen. Mach dir wegen den Genomen keine Sorgen. Es sind ja auch deine Freunde. Ich verlasse mich auf euch. Was ist das denn für ein Monster? Das ist kein Monster. Das ist unser Schokobo und der heißt Schokos Ramabotti. Jawohl. Ihr habt also einen Namen für ihn gefunden? Ja. Und ist es nicht ein schöner Name, Schokos Ramabotti? Ja, hört sich richtig niedlich an. Nur ein bisschen zu lang, finde ich. Oh, ich glaube, er mag ihn.
Ich glaube, Schokos Ramapotti hat dich lieb gewonnen. Weißt du es auch nicht? Was bist du denn für ein Feigling? Lass bloß, sag bloß, du hast Angst vor einem neugeborenen Schokobo. Hey, Schokos Ramapotti. Schokos Ramapotti scheint sie wirklich zu mögen. Trotzdem finde ich den Namen ein Tick zu lang. wozu dienen diese Items? Also wozu werden diese Items aufgestellt? Naja, also damit die Kunden meine große Auswahl betrachten können, glaube ich. Was sind denn Kunden? Das ist jemand, der Geld hat und mir das dann im Tausch gegen einen Gegenstand gibt. Was ist Geld? Na toll, die sind voll pleite. Verlass bitte mein Geschäft. Was? Nein. Also, Geld ist, alles Blödsinn. Ich erkläre dir mal kurz die Welt, Mann. Also, pass auf. Es gibt nur zwei Dinge im Leben. Essbares und nicht essbares, Mann. Das war so klar. Ja. Ist dieses Wasser denn niemals still? Normalerweise fließt Wasser doch immer. Das Wasser in Brandbalu schwankte nur leicht, aber es stand immer still und wartete, dass die Zeit vergeht. Man sagt doch auch, die Zeit fließt. Oder heißt es doch, die Zeit vergeht? Ja, beides. Auf Gaia fließt, also das Wasser und Zeit ist... Auf Gaia fließt also das Wasser und vergeht die Zeit. Sie scheinen ja schon recht gut miteinander auszukommen. Sieht mir hier eher aus wie im Kindergarten. Das wird man anfangs wohl nicht ändern können. Denn ihnen wurde die Zeit zum Erwachsenwerden genommen, die einem jeden sonst gewährt wird. Und werden sie diese Zeit nachholen können? Ja, das vermag ich nicht zu sagen. Aber es gibt nur eins, was wir in diesem Moment tun können. Richtig, die Antwort liegt auf der Hand. So ist es. Wir lassen es nicht zu, dass jemand versucht, ihnen diese Zeit wieder zu entreißen. Die Elite, ne? Ja. Yeah. Prinzessin, seid ihr euch dessen wirklich sicher? Von was sprecht ihr? Dieser zurückkehrende Nebel ist sicherlich eine Falle, die Kuya am Baum Ifas angebracht hat. Sollten wir nicht vor dem letzten, alles entscheidenden Kampf noch einmal nach Lindblum zurückkehren, um Großherzog Sid zu konsultieren? Kuya wird nicht nur Terra, sondern auch Gaia vernichten. Wenn das bekannt wird, wird es zu einer Massenhysterie kommen. Es herrscht auch jetzt schon durch den zurückgekehrten Nebel große Unsicherheit unter dem Volk. Mit anderen Worten, wir sind die Einzigen, die diesen Wahnsinn aufzuhalten vermögen. Sagt Onkel Sid also bitte nichts, auch wenn wir zum Ausrüsten nochmal nach Lindblum gehen sollten. Es ist soweit. Ja, dann lasst uns losgehen. Es ist zwecklos. Oh, falsche Stimme. Habt ihr denn nicht seine immense Macht gesehen? Jetzt habe ich es hinbekommen. Subi. Er hat alleine mit seiner Kraft eine ganze Welt ausgelöscht. Es besteht nicht die geringste Wahrscheinlichkeit, dass sie aus diesem Kampf siegreich hervorgeht. Sie hat vollkommen recht, denn sie hat unseren Level schon angeschaut und mit Level 50 werde ich wahrscheinlich nichts reißen. Ja, was? Das ist ja toll. Die kann ja schon richtig gut sprechen. Ne? Sie ist zwar ein kleiner Querkopf, aber seid nett zu ihr. Wie soll ich sagen? Sie ist sozusagen meine kleine Schwester. Was?
Also, Schwesterherz, hör auf deinen lieben großen Bruder und sei lieb zu den anderen, hast du verstanden? Was soll dieser Schwachsinn? Schwester? Bruderherz? Also, das gefällt mir schon recht gut. Was? Du wirst schon sehen. Schwesterherz. Schwesterchen, mein liebes kleines Schwesterchen. Wie stark, kleines und hilfloses Ungeziefer werden kann, wenn es in die Enge getrieben wird. Oh ja. Oh ja. Auch der Wurm krümmt sich, wenn er gebissen wird. Ich glaube, da habt ihr etwas verwechselt. Dann lasst uns zum Baum Evas gehen. Wir werden es Kuya schon zeigen. Mhm. Sehr, sehr gut. Okay, Lilimäuschen, natürlich. Oder doch lieber die Eiko? Wen soll ich denn nehmen? Ich habe keine Ahnung. Die Eiko wäre halt schon verdammt stark. Eiko statt Lilly. Vivi und Steiner mitnehmen. Die sind halt mit dem Level ein bisschen weiter drunter. Ich glaube, ich mache das so, weil die Eiko ist richtig stark mittlerweile, die kleine süße Maus. Ich glaube, ich werde das Dream Team mitnehmen. So. Denn ich werde jetzt versuchen. Ich muss mich für ein paar Leute hier entscheiden, weil, mal fürs Erste zumindest, weil, wie soll ich sagen, Kuya ist stark. Also ich habe damals bei meiner letzten Runde hatte ich Level 75 und habe den Kerl gerade so besiegen können. Das ist aber schon einige Zeit hier, muss ich zu meiner Verteidigung auch noch sagen, aber trotzdem. Jo. Das ist halt so. Was ich noch schauen möchte, richtig. Ja. Vorwärts ist mit X. Jo. Ich will aber landen, wenn es geht. Ich will noch schauen, ob die Dingens was können. Ich will gern... Ah, nein, verkehrt. Ich will landen, eigentlich. Das ist jetzt drinnen. Warum darf ich hier nicht landen? Hm? Aufbrechen, Gruppenmitglieder wechseln, nichts machen. Dann schauen wir mal. Hier waren doch ein paar Kistelis, oder? Ein paar Kistelis. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Biskes. Wer hätte gedacht, dass ich dich so weit begleiten würde? Ja, ich bin froh, dass du da bist, mein Freund. Unser Wiedersehen in Lidblum weiß wohl, welches mein Schicksal besiegelte. Aber den Kampf zwischen Gaia und Terra gilt es noch zu bestreiten. Bis zum bitteren Ende. Oh ja, mit dem Level wird es wahrscheinlich sehr bitter werden. Hi, meine Freunde. Ich verliere irgendwie meinen Appetit, Babs. Zum ersten Mal in meinem Leben, Babs. Bleib noch ein bisschen da, dann nimmst du ab. Das könnte ich auch mal machen. Der Lichtstrahl, der hier herauskam, hat also Madain Sari zerstört. Ja, das war er. Ich wollte nur schauen, ob hier noch irgendwo Drüchen sind. Schaut aber nicht so aus, oder? Hm. Was wollte ich noch sagen? Wollte ich irgendwas sagen? Stimmt, die Festtage, alter Schwede, habt ihr auch so zugenommen wie ich. Es ist halt echt schlimm, wenn man eine etwas größere Verwandtschaft hat und jeder will einem bekochen und beglücken und mit lauter Leckereien. Alter, ich habe sicher 5 Kilo zugenommen. Wie kriege ich die jetzt wieder weg? Fasten. Fasten. Nichts mehr essen. Nein, Spaß. Jo, der Verlust Alexandrias traf mich tief in meinem Herzen. Ich verlor aus den Augen, was es zu beschützen galt. Aber wenn meine Augen auf diese Wolken herabsehen, dann weiß ich, dass es noch sehr viel zu beschützen gibt. Vielleicht auch eine gewisse Beatrix, mein Lieber? Wegen dem Nebel sind jetzt die ganzen Nebelmonster wieder da. Wir müssen aufpassen. Und du, Lilimaus? Ein seltsames Gefühl. Was hast du, Lili?
Dieses Luftschiff hat mir meine leibliche Mutter, meine Stiefmutter und meine beiden Heimatorte genommen. Es tut mir leid. Normalerweise wärst du bestimmt auf gar keinen Fall auf dieses Schiff gestiegen. Ist schon gut. Es ist Kuya und Galant, die die Schuld tragen. Dieses Schiff war nur ihr Werkzeug. Und außerdem muss das ein Ende haben, dass ich die Schuld für meine Qualen immer irgendwie jemanden anhänge. Okay. Die Frau hat Feuer, meine Lieben. So, wir brechen auf. Ich wollte eigentlich landen, jetzt wenn ich Pech habe, kann ich das nicht in diesem Wald? Ah na, ich Idiot. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Ich wollte eigentlich landen. Mit C geht's dann, ne? C, C, C? C, 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 C. C, 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 nicht gehen. Tut, tut. Ich wollte schon, ob sie was schmieden können, die guten Schwarzmagis. So, schön landen. Bravo. Dann laufen wir halt. Jetzt wird halt ein bisschen gekämpft werden müssen. Boah, ist der Nebel. Der Nebel sitzt sogar noch dichter als damals, ne? Vor allem hier, hier war, glaube ich, gar keiner, ne? Ja, freilich vor der Haustür, ne? Muss gekämpft werden. Was haben wir denn da für Viecher überhaupt? Sind das jetzt neue? Sind das die alten? Fragezeichen. Aha, okay. Das sind schon... Warte mal. Das sind stärkere, ne? Ja, ja. Verstehst du? Schwarzmagie. Ich habe keine Ahnung, was der anfällig ist. Aber wir greifen einfach mal an. Wir rüfen. So, das sind schon fertig, ne? Martin, die kann kein fünftes lernen. Die schaut immer aus, wie sie was lernen könnte. Aber nee, die Eiko ist fertig. Vier Bestia. Das ist schon viel, ne? Wie viel? 807 Punkte. Wie viel? Ich will nach derer zurück. Bam, bam. Hallöchen. Eine seltsame Siedlung ist das. Verstecken die sich etwa hier? Mhm, ja. Die Gnome fragen uns so viel, aber wir kennen uns ja selbst noch nicht so gut aus. Ihr macht's das schon. Dann lernt's eben gemeinsam die Welt kennen. Das ist doch auch schön. Hallöchen. Mit Waffen kann man also jemanden verletzen. Aber wozu braucht man sowas, wenn es doch Magie gibt? Vielleicht braucht man keine Waffen, wenn alle glücklich sind. Braucht man dann womöglich auch keine Magie mehr? Naja, für so kleine Zaubertricks ist sicher nicht schlecht. Hereinspaziert! Gut. Eine Magierroute haben wir definitiv noch nicht. Die Flöte auch noch nicht, den Magierstock auch noch nicht, die Schlafmütze, genau, Schilfmütze haben wir nicht. Birett haben wir auch nicht, Dunkelgewand. Ui, Dunkelgewand. Das konnten wir, glaube ich, stibitzen, ne? Beim Dings und so. Jetzt haben wir halt was ausgegeben, ist ja nicht schlimm. Bam, bam, bam. Und wie geht's dir? Dieses Lebewesen kann also fliegen. Wozu will es denn fliegen? Gaia ist voll von wertlosen Dingen. Der arme Ratzinger da. Oh, das ist so eine süße Eule. Wie ein Kauz schon fast, ne? Alter, habt ihr schon mal einen Kauz gesehen? Weiße, die ist süß. Echt, voll süß. So, ja. Die Zocke spielt schon wieder, ja. Nach seinem Aussehen zu urteilen, ist dieses Lebewesen völlig überflüssig. Aber wenn... Das ist so... Aber wenn ich es so ansehe, werde ich von einem seltsamen Gefühl erfüllt. Eben, ganz seelenlos seid ihr nicht. Das ist niedlich, sagen sie es. Ja, hallo, ja du. Ja, du, du, du. Ja. Alle sind zurückgekommen. Wir haben da noch mehr Freunde gewonnen und Schokos Ramabotti ist auf die Welt gekommen. Jo, was gibt's Schöneres, ne? Jo, jo, du kleiner Knips, du. Ja, ja. Was möchtest du, Bucknetz? Ist da was? In letzter Zeit kommen überhaupt keine Briefe mehr. Na, da ist nichts. Der Bad wäre zu Ende, ne? Dann machen wir doch unser Speicherungsritual, oder? Machen wir doch sowas. Bam, 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 bam
Bam. Sehr gut. Okay. Ich mag die Musik. So. Und tschüss. So. Na fein, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich schau noch kurz in das Häuschen rein. Haben wir da was? Hallo? Schokosramaboti hat auch ein Ei gelegt. Was? Ob jetzt noch mehr Schokobo schlüpfen werden? Das kann nicht sein. Das ist noch ein Baby. Das kann ja noch keine Eier legen. Verstehe. Hier untersucht ihr also die verschiedenen Lebensformen, die ihr gefangen habt. Nicht so ganz. Wie? Das kann ja noch keine Eier gelegt haben. Hä? Wie, was geht mit euch ab, Schokobos? Ah, der ist unmöglich. Naja, wir müssen aufhören. Gut, dann starten wir gleich den nächsten Part, ihr Lieben. Also für morgen, ihr für morgen, ich für heute. So, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!